Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier im Bastelkeller bei dem guten Mene und mir und auch bei Space Astronomy, diesem wunderbaren Modpack von Minecraft. Ich grüße dich, mein Lieber. Hi, hi. Letzte Folge haben wir ja hier mal ein bisschen die Produktion angekurbelt. Mene hat hier ganz wunderbar einen Reaktor in den Keller gestellt. Hat ja jeder gute Haushalt mittlerweile. Und, Reaktor im Keller, ja. Genau. Der ist mittlerweile auch schon über die Hälfte voll mit seinen 10 Millionen RF-Speicher. Und der hat halt eben auch ganz wunderbar unsere gesamten Jellurium-Vorräte, die wir ja noch so hatten, durchgeprügelt. Wir haben jetzt hier wunderbare ungefähr 4,5 Stacks an Jellurium-Ingots. Ich packe die mal hier alle rein. Okay. Das. Ja, aber die können wir doch, lass die doch in die andere Erze-Kiste packen. Was soll ich meinen? Ja, okay, machen wir es. Wir haben doch hier die ganzen geschmolzenen Erze hier oben drin, weißt du? Ah, da ist ja auch noch Platz, okay. Dann machen wir den da rein, genau. Sehr gut. So, ich brauche Hilfe von dir, weil ich habe an der Quest weitergearbeitet und ich brauche einfach massig Graphit. Ja. Massig Graphit. So, genau. Das heißt, du bleibst hier und machst Schmelzmann und Sohn. Genau. Ja. Und Zusammenbaumann und Sohn, genau. Genau. Und ich habe mir überlegt, ob ich uns nicht einfach mit einer Lumber-Ex hier draußen irgendwie ein paar Bäume wegkloppe. Ja. Okay. So, jetzt muss ich aber nur gerade mal gucken. Und Sand brauchen wir, glaube ich, auch, weil wir brauchen nämlich insgesamt für die Quest auch 96 Reaktor-Glas. Das heißt also 194 Glas und ich habe 13. Das heißt, ich würde parallel mal Sand holen. Okay, jetzt muss ich nur gerade mal gucken hier, weil das irgendwie ist das alles. Ja. Können wir dann auch durchschmelzen, Mann und Söhnen. Es würde jetzt zu lange dauern, dieses Ding zu bauen, deswegen machen wir es einfach so. Wir haben ja auch viel Holz. Und das mit dem Holz ist und dem Graphit, das geht eigentlich relativ fix. Ja. Mit dem Jetpack schnell auf dem Baum oben in die Mitte geflogen und gerade runtergehämmert und schon hat sich das ja quasi. Ach, wie schön es doch wäre, wenn es hier irgendwo Dings geben würde. Rubber. Muss man ja mal sagen. Aber es gibt keins. Aus einem Sand kommt ein Glas, ne? Aus einem Sand kommt ein Glas, ja. Okay, das heißt also, ich brauche so ungefähr 200 Sand. Au, du scheiß Mistvieh. Hey. Und natürlich, bei Nacht macht sie das immer besonders gut. Ja. Oh, was war das denn? Ja, natürlich eine Spinne und ein Hoshi, ein Zombie. Mit einem Schweinehut. Ja, aber echt. Flying Pighead habe ich sogar aufgesammelt. Kann man mal machen. So, hier ist noch mein Baum, den ich schon behakt habe. Diese Lumber-Ex ist ja doch eine ganz feine Sache. Wenn man sie hat. Wenn man sie hat, genau. So. Glaube ich. Den Sand habe ich zusammen. Nehmen mal vorsichtshalber ein bisschen mehr. Große Baum. Aber was für ein Fake-Baum? Achso, doch nicht. Okay, jetzt ist meine Schaufel auch kaputt. Perfekt. Ah, super. Du musst das Rohholz verbrennen, ne? Ja, richtig. Okay. Also brauchen wir eine große Menge Rohholz. Ja. So, gucken wir mal, wie schnell. Oh, der macht den Sand auch schön schnell zu Glas. Das gefällt mir. Der ist super. Und vor allen Dingen das Geile ist, du kannst bei diesen Öfen, du baust ja immer so ein Machine Frame rein, sozusagen als Basis von allem. Ja. Und dieser Machine Frame, den habe ich jetzt immer in der Standardvariante gebaut. Also aus Tin.
Den kannst du aber auch noch aus anderen Metallen bauen oder Legierungen bauen. Schaden des Rests, Gesundheit. Wie heißt es denn? Dieses Resonant-Zeugs da. Wenn du das damit baust, dann rennt der richtig. Frisst natürlich auch immense Energie, aber da kannst du kaum zugucken, so schnell ist der. Okay. Ja gut, aber wir haben ja auch jetzt mittlerweile eine ganz gute Energiequelle, die wir ja jetzt gerade verbessern. Ja, das natürlich. Heißt also, da werden wir uns dann auch immer weiter hocharbeiten. So, jetzt brauche ich erstmal noch ein paar Casings. So, zack. So. Und auch massig Eisen, was man da verbraucht. Das ist echt krass, ey. Aber Eisen haben wir ja zum Glück noch einiges. Ja. Könnten wir noch sicherheitshalber mal noch ein bisschen was schmelzen, würde ich sagen. Zack. Packen wir was in die Smeltery. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, also... Wir hatten doch auch einen Pulverizer, ne? Ja, und dann das Eisen nicht in den Pulverizer? Weil, wollte ich nämlich gerade sagen, in dem Modpack ist es so, dass die Smeltery auch verdoppelt. Ah ja, ach stimmt, genau. Das war ja da was Gutes. Genau. Die verdoppelt da auch. Ansonsten wäre es halt wirklich tatsächlich Quatsch. So, Okay. Was habe ich gesagt? Wie viel brauche ich von diesem Glaszeug? Viel. Reaktorglas 96 und ich habe jetzt 23. Das ist doch schon mal ein Anfang. Na. Nicht viel, aber immerhin, ne? Ja. Es hängt halt weiterhin am Graphit. Ja. Habe verstanden und erhöhe die Produktion. Genau. So. Oder ist da hier bestimmt noch irgendein Stamm versteckt hier drin? Da ist er. So, 30. Also das Glas. Glas läuft. Glas läuft. Glas läuft. Wunderbar. Glas läuft, aber Graphit halt. Kannst du dann, soll ich mal bei dir vorbeikommen, schon mal eine Zwischenladung abholen? Ne, ich wollte jetzt. Warte, ich habe 2 Stacks voll. Ich würde nach Hause kommen jetzt. Okay. Okay. Ach, weißt du, was auch schön ist? Hier kann man ja mal mit dem Jetpack hier mal runtergehen in unsere, das was die... Was das Loch gemacht hat, meinst du? Ja. Jo. Aber kannst du das machen, nachdem du mir das Holz gebracht hast? Prioritäten setzen. Ich habe natürlich mal reingeguckt jetzt, aber... Ich kann dir auch entgegenkommen und dir das abnehmen. Und, nee, du brauchst nicht, danke. Gut, dann mache ich die restliche Glasproduktion in den normalen Öfen, dann kannst du das Holz mal in den in den Schnellofen. Nee, pack das mal in den Schnellofen, dann kannst du währenddessen den zweiten bauen. Ja, ne, das ist ja klar. So, läuft. Sehr, sehr schön. Hier noch was? Ja. Weil das Glas ist nämlich eigentlich schon so gut wie durch, weißt du? So rein... Okay. Rein von der Masse her habe ich, glaube ich, fast 96, das heißt, mir fehlen noch 66, das Doppelte davon ist 120, 100, 132. Nee, fehlt noch ein bisschen was, aber kein Problem. Aktuell ist tatsächlich wirklich das Graphit, das Nadel, wie sagt man? Das Nadelöhr. Ja, der Flaschenhals quasi. Sozusagen. So, packen wir da noch was rein. Achso, ich habe hier ein Pack. So, das kommt auch weg, der Scheiß. Und jetzt bauen wir noch so ein Redstone-Furnace. Nein, ich kann schon nicht mehr schreiben. Redstone-Furnace. Da. Gold, Copper, okay. Dü. Haben wir kein Gold mehr? Doch, da. Copper.
So, Fuel Rod, den Fuel Rod, wie machte man den gleich noch? Tin, haben wir dann schon wieder Tin? Eisen, Graphit. Wie viel Fuel Rods brauchen wir? 25. Mit anderen Worten, wir brauchen 25, 25, 25. Also 25 mal 6 Und ist Glas. 25 mal 6 sind 150. 150 Eisen-Ingots. Okay. Halleluja. Schmilzt du oder bastelst du? Beides. Okay. Nein, ich meine jetzt hier aktuell. Ja, beides. Ich Gut, dann. brauche quasi. So, 50. Ich habe gerade mal weg. Ja. 50. So, 1, 2, 3, 4, 1. Wie sieht's hier aus? Okay, der arbeitet. Nehme mir mal ein bisschen was raus und guck mal, dass ich das hier oben in die Öfen packe. Nimmst ja aber ganz schön mal draus, Aber Halleluja, kann ich dir ey. sagen. Freundchen. Habe ich jetzt noch genug Eisen? Okay, Glas Natürlich haben wir. nicht. Hängt halt wirklich nur an diesem Graphit im Moment. Am Graphit und am Eisen. Aber das Eisen läuft. Im wahrsten Sinne des Könntest. Wortes. Ah, ich habe ja noch. Okay. Was denn? Nö, nö, nö. Ich habe noch 39 Eisenbarren im Gepäck gehabt. So, jetzt bauen wir hier den Genossen. Und dann müssen wir noch den bauen. Und dann haben wir hier einen zweiten Ofen. So. So. Look at this. Sehr schön. Wir bauen ja erstmal nicht hübsch, ne? Wir bauen ja einfach nur schnell. So, bitteschön. Wo ist er? Ach hier. Hier an der Seite. Sehr schön. In den packen wir jetzt einfach mal die 20 Charcoal, die hier rein ist. Ey. Ach Ich so. Okay. Bitte. Genau, pack das Holz in den unteren und die Charcoal dann in den oberen. Dann kann das dadurch Aye, aye, durchnudeln. Captain. So, jetzt haben wir nämlich schon mal ein bisschen Graphit. Fact. Okay, jetzt können wir. Brauchen Casings. Wir brauchen massig Casings. Zack. Und nachher haben wir einen riesen Reaktor, aber nichts mehr zum Befeuern von dem Reaktor. Ja, gut, aber ja, wir brauchen es halt. Also für die Quest. Also so oder so, weißt Ja, ich weiß, ich weiß. du? Und Alles für den Dackel, alles mit für den den Dackel. Casings können wir jetzt das Reaktorglas machen. Davon haben wir schon 30, brauchen noch 66. Also so machen und immer. So, jetzt ist hier auch keine Lava mehr drin. Graphit, ich brauch Graphit. Es läuft, es läuft. Zack. Graphit läuft. So, 96. 96 brauchen wir. 46 haben wir, das heißt, wir brauchen noch 50. Achso, wir brauchen ja erstmal weitere Casing. Halleluja! Luja, so geht. Weh. Wo ist er denn? Lumba. Da. Eisen. Mehr Eisen schmelzen. Ich muss noch Jetzt muss mehr ich Eisen wieder. schmelzen.
zum Stier. Ich hab Eisenwaren und Graphitwaren und... Alter, Alter. Du kannst noch ein bisschen Rohholz in den unteren packen, wenn du möchtest. Ich hab keins mehr, warte. Ach so, okay. Ich plane Dinge, warte. Plane, mach Plane, Mann und Söhne. Ja. So, hier oben war Graphit fertig, hier war nichts mehr drin, hier war Graphit drin. War hier nicht irgendwo noch? Ah ja, hier ist Glas. Okay, dann können wir eigentlich mal die Glasproduktion verschnellern. Hallo? So. Okay. Hä, wieso geht das nicht? Hä? Wieso fehlt jetzt hier? Verstehe ich. Ach so. So, weitere Casings. Noch mehr Casings. Okay, ich glaube so, jetzt habe ich erstmal die Casings zusammen, die ich für das ganze Glas brauche. Bin ich das jetzt doof oder was? 50 brauchen wir. Das haben wir. Das haben wir. Ach, 8? Moment. Jetzt habe ich gesagt 96, ne? Ich bin bei 94. Nur noch Glas. Da haben wir Glas. Da so, haben wir Glas. Spannend. Hier fehlt. Ja gut, das kann man natürlich. Geht das natürlich nicht. So, 1, 2. Jetzt sind wir bei 94, 95, 96. So, das halten wir mal zusammen. Gucken wir mal ins Questbuch. Bingo. Jetzt Yellorium Fuel Rod, 25 Stück. Alter Vater, ey. 25 davon. Da brauchen wir also 50 Graphit und 150 Eisen. 50 Graphit und 150 Eisen, alles klar. Oh oh. Hä? Brauchen immer noch mehr Rohholz. Ja, ich bin jetzt gleich auf dem Weg. Das ist total krass, ey. Was man an Material dafür braucht, ist Wahnsinn. Das ist echt übelste Sorte. Gleich platzt hier der Mond vor lauter Holz. Pass auf. So, ich habe nämlich jetzt doch eine Lumber-Ex gebaut. Okay. Schlau. So, wo ist es? Da. Dann packe ich mal Glas, das Rest Glas packe ich mal in unsere Lagerboxen. So, wie heißt sie denn? Specht. 1000. Hell yeah. So. Okay, das Graphit haben wir zusammen. Aber nur für den nächsten Punkt. Zu sagen. Also wir brauchen immer noch massig Graphit. Ich kann es dir gleich mal ausrechnen, wie viel wir gleich noch brauchen. Aber ist eigentlich egal, wir brauchen es. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich bin schon auf dem Weg. Und ich schmelze Eisen wie verrückt und das Blöde ist, das Eisen ist alle. So, für alle, die noch keine Lumber-Ex kennen, guckt. Bäm. Guckt. Baum weg. Guckt. Bäm. Ne, quasi so wie im echten Leben. Man hackt den Baum ja unten weg und dann, ja, ist er weg. Und nicht nur so ein schwebendes Stück. Ich mache ja alles kaputt. Alles kaputt. Komplett die kaputti. So, ich brauche nur noch 100 Eisenbarren. Was denn hier? Wir haben ein Problem, mein Freund. Wir haben ein Problem. Was denn jetzt? Das Eisen wird nicht reichen.
Wir haben nur noch genug Eisen. Nein. Ist alle. Nein. Fuck. Das Eisen wird nicht reichen. Wir müssten überlegen, wie wir noch an Eisen kommen. Wir müssen mal wieder unsere Dings in... Unsere Quarry ja. müssen wir versetzen, ne? Und da, da auf Eisen hoffen. Ja. Willst du das machen? Genau so. Ich bin jetzt hier gerade mit dem Holz beschäftigt, weil, okay. Warte mal, eine Baustelle. Okay, dann schmelze ich hier gleich noch. Obwohl, ich bin ja... Es ging ja auch so ein bisschen darum, dass wir da ja keinen Strom mehr drüben hatten. Haben wir das nicht korrigiert, das Problem? Nein, noch nicht. Wir haben gesagt, noch sind wir nicht wieder drüben. Das stimmt. Also uns fehlt noch mehr als ein Stack Eisenbarren. Vielleicht reicht's auch. Mal gucken. Warte mal, was sieht man doch hier irgendwo? Kannst du mal weggehen, du Stinker, du. Molten Lead. Nee, da steht nur die Millibuckets, nicht wie viele... Doch, hier stehen die Ingots. 49 Ingots. 49 plus 2, 4, 6, 8, 20 sind 69. Reicht nicht ganz. Das Eisen reicht leider nicht ganz. Es wird eng. Aber wir gehen jetzt erstmal bauen. Das kann hier vor sich hinschmelzen. Da wollte er sich mal anschleichen, wollte er sich, ja? Komm, kriegst du aufs Maul. Ja. Zack. So. Wie vom Menschen gewohnt, greift er massiv in die Natur ein. Warum sollten wir hier anders uns verhalten? WTF. Okay, 12 von 25 habe ich. Nein, schon. Movie Makers Portable Setup. Ich habe die Spinne hatte eine Stirnkamera quasi auf. Okay, weiter. Eisen. Nicht lang schnacken, Eisen schmelzen. Ja, Eisen in den Nacken. Also geschmolzen ist das Eisen schon, das muss es nur noch abfüllen. Au. Da brauchen wir bald auch wieder. Bastard. Brauchen wir bald auch wieder Lava. Okay. Ja, nicht mit mir, du Vogel. Du alter Kackvogel, du. So, erstmal was essen hier. Ich habe irgendwie wieder gefühlt 84 Pfeile in der Figur. Okay, es geht nur von oben, von unten. Oh, Jungs, verpisst euch doch bitte einfach mal. 16 von 25. Okay, es geht vorwärts. Na komm her, kleiner Creeper, komm. Komm. Ja, komm. Oh, Mist. Ja, du, kleiner Kackvogel, du. So, jetzt haben wir hier quasi endlos weite Sicht, weil keine Bäume mehr da sind. Schön. Dann spawnen noch nicht mehr so viele Monster, wenn wir das mit Fackeln abfackeln. Ja. So. Okay. Gut. So, hier einmal Deadwood. Und hier das einmal. Das war's. Womit war es das denn? Mit Eisen. Okay, wir haben kein Eisen mehr. Nope. Ach, wir haben ja noch... Nee, Tin Gravel ist das. Okay. Gut. Ich gehe dann mal... Warte mal, ich gehe mal rüber. Komm doch mal rüber, Mann, und setz dich zu mir hin, weil ich der Gravelman bin, weil ich der Gravelman bin. Der Gravelman. Warte mal. Mal was anderes. Ach so, wir können diesen scheiß Ender-Tank nicht bauen, weil da fehlen uns immer noch diese blöden Blaze-Rods. So, pass auf, 20, ich habe jetzt immer mal eine Idee. 21, 22,
da fehlt nicht mehr viel, da fehlt nicht mehr viel. Da fehlt nicht mehr viel Eisen, da fehlt nicht mehr viel Eisen. Mining Pipe. Aber es reicht nicht, es ist zum Mäusemelken. Es wird ganz knapp nicht reichen. Wie viel haben wir jetzt noch drin? 2? Okay. 1. Ah, Fluid Pipes. Warte mal. So. Wir hatten hier, glaube ich, noch einen Eisen-Orberry-Busch. Ne, Kopfer, Schad, Kopper. Aber diese Bushes müssen wir uns auch aufheben. Oh, fuck. Für diese Quest, wo wir die ganzen Bushes sammeln müssen. Sag mal, haben wir schon mal ein Kaktus hier gefunden? Ein was? Kaktus. Kaktus, nee. Scheiße. So, soll ich dir sagen, wie viel Eisen fehlt? Na? 8 Barren. Es fehlen nur 8 Barren Eisen. Okay. Ah, das so. Gibt's doch gar nicht. Ah, nee. Schade, nee, viel mehr. Da kommen ja noch die ganzen Casings oben drauf. Oh Gott. Jetzt hast du unser ganzes Eisen verbraten, ja? Ja. Geil. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. So, das Problem, was wir jetzt gerade haben, aufgrund, also wir brauchen dringend einen Kaktus. Aha. Weil ich hatte jetzt gerade die Idee, wegen der Pipe mal, mit der Pumpe mal rüber zu gehen in den Nether. Ja. Dass wir da Lava quasi in so einen Tank pumpen können. Ja. Und dass du kannst diese, wie heißen sie, diese Fluid Pipes nur dann bauen, wenn du die mit diesem Sealant, also mit so einem, wie heißt es denn, mit so einem Dichtungsmittel sozusagen versiehst, und das machst du aus Kakteen. Ach, ja. Guck mal, weißt du, was ich wieder gefunden habe? Was denn? Industrial Hemp Seeds. Ui, kommen die jetzt her? Ja, keine Ahnung, die habe ich hier gefunden. Das waren noch die Dinger, die uns hier verlustig gegangen sind. Hm. Okay, pass auf, ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt mal in den Nether. Mhm. Ich nehme dir die Pumpe da schon mal mit, die lasse ich dann gleich drüben, okay? Okay. Also nicht wundern. Ich bin auf Eisenjagd in der Zwischenzeit. Wo bist du? Auf Eisenjagd. Ah, okay. Warum nicht? Naja, wir brauchen es ja. Richtig. In rauen Mengen. Ich habe nur ein bisschen wenig Fackeln mitgenommen, stelle ich gerade fest. Irgendwas ist immer. Lava. Lava. So, in dem einen Ofen brennen schon mal 57 Dings durch, ja? 57, Graphit. Okay. Hörst du? Ja, hab ich gehört. Ah, ich komme hier nicht. Ach, das macht sogar den Bedrock bis runter kaputt. Bis, Quarry. Was? Ja, ich bin in der Mining World, weißt du, zum Mining. Ach so, okay. So, ich gehe jetzt mal schnell rüber in Nether. Mit nur noch 10% Jetpack. Oh, kann man. Hättest du dich auch fix aufladen können. Gut. Boah. Da wird's einem ja schlecht. So, stellen wir das mal hier hin. Klick und Klick. Eisen. Eisen. Wo bist du, wenn man dich braucht? Ich hätte mich über deinen Sammelwahn nicht so lustig machen sollen. Jetzt kann ich es quasi brauchen, ne? Da wird der Ziel der Hammer ist kaputt. Mist, der Hammer kaputt. Schnauf.
So. Okay, also die Quarry braucht auf jeden Fall Energie. Ich glaube, unser Lava-Ding hier im Nether-Eingang ist irgendwie auch gleich hinüber. Okay. Wo braucht man eigentlich die ganzen Eier? Kann man bestimmt kochen oder sowas, ne? Ja, für Hühnchen halt. So, Eisen schmelzen. So, das Yellowrit so. Hast du in dem Redstone-Furnace geschmolzen, ne? Yep. So, ist er denn gleich mal voll hier, der Kollege Tank? 11.000 noch. So. Bup. Bup, bup, bup. Bup. Nun mach doch mal, Junge, füll doch mal deine blöden Dinge. So, und jetzt hier, zack, 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 zack. So, auf einen kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Klick und wieder zurück und jetzt komme ich zu dir in die Mining World. Ich bin nicht mehr in der Mining World. Weil ich ja, okay. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht. Aus irgendeinem Grund. Aus Gründen? Aus irgendeinem Grund bin ich nicht mehr. Ich brauche noch ein Kabel. Guck mal übrigens hier hinten in der Kiste, wenn Sie mal Ihr Augenmerk hier auf diese Kiste richten möchten, ja. Da befindet sich rechts unten ein großer Batzen an Holzkohle. Ah, sehr cool. Alles klar. Um Gottes Willen. Entschuldigung. Gesundheit. Zu Riesenhurzen. So. Ach, komplett. Du hast aber jetzt die Quarry nicht abgebaut oder so. Nee. Ich bin nur runtergeflogen und... Okay. Ja. Im Prinzip war es das schon. Satz zu Ende. So, okay. Pass auf, jetzt ist... Wo ist sie denn? Da. Okay, da ist ja auch nur Scheiße irgendwie drin, ne? So, das haben wir fertig. Okay, jetzt müssen wir gucken. What's the next? Ich glaube Casings. Casings brauchen wir insgesamt 113. Also 111, weil 2 habe ich schon und 111 ich bin ja auch Casings. Ein richtiger kleiner Ach Scherz, du Scheiße, ne? Ey. Was braucht man für eine Quarry zum Aufstellen? Na, was braucht man für eine Quarry zum Aufstellen? Strom? Genau. Ja, diese komischen Dinger da. Diese Aufstelldinger, die sind hier in der Kiste. Ich weiß. Ach du Schande, ey. Alter Falter. Du hast dir keine Vorstellung, was... Du hast keine Vorstellung. Keine Vorstellung. Das waren aber nicht diese Multitools, das war was anderes. Das waren diese Landmarks. Genau, die sind aber da, eigentlich. Und das, was ich jetzt bekommen habe. Nee, wir haben hier nur diese komischen Tools. Wir haben diese blauen Landmarks. Guck mal hier in der Questkiste, 8 Stück. Ach da, okay, sorry. Kein Problem, gibt nichts zu entschuldigen. So, dann lade ich mal kurz mein Gerät. Du hast keine Vorstellung, was wir noch an Eisen brauchen. Du hast keine Vorstellung, was wir noch an Eisen brauchen. Sag's mir. Es ist so viel, dass ich es tatsächlich nicht ausrechnen kann. Also okay. Ich kann, aber... Also ich könnte. Soll ich? Wenn es dir Befriedigung bereitet in irgendeiner Art und Weise? Ja, warte, ich rechne es dir aus.
Also, Ausgangs... Wenn du mir den WTF-Moment gönnen möchtest. Ausgangsziffer ist 111. So, 111 minus... 111 minus... 111 minus 31 sind... Nee, 111 minus 34. 9, 4. Ich habe jetzt keinen Rechner hier. 111 minus 34 sind 80, 81, 70, 77. 77 durch 4 sind rund 20 und 20 mal 4, 80. 80 Eisen. Ja, und gleich viel Graphit. Naja, nur das geht ja noch. Ja? Aha. Na dann. Ja, also gut. Hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Also das Graphit sieht so tatsächlich im Moment gar nicht so schlecht aus. Das habe ich, glaube ich, das Graphit ist, glaube ich, da. Das hängt wirklich am Eisen. Und wir brauchen das Eisen ja auch zum Beispiel, um mal den Hammer und die Schaufel und sowas zu ja, klar. Reparieren. So, ich glaube, das Graphit kriegen wir zusammen. Was habe ich gesagt? 20. Dings. So. Ja, Graphit ist tatsächlich erledigt. Okay. Wenn ich mich nicht total verrechnet habe. Und Yellorium ist auch erledigt. Es hängt genau. Tatsächlich. Oh, hier sind noch 3 Blöcke Eisen. Yay! Ja, da kriege ich jetzt mal hier diese scheiß Metallkiste, bitte. So, wo waren jetzt der Reparatur? Toolforge ist zum Reparieren, ne? Ja. Aha, Menahead, ne? Achievement und so. Wofür denn das denn schon wieder? Rotschinkerer, weil du wahrscheinlich was repariert hast. Ja, hab ich. So. Habe ich jetzt hier was falsch gemacht bei der blöden Dings hier, oder was? Hat sie Strom? Noch nicht. Na, die fängt ja erst an, wenn sie Strom hat, oder? Warte. Ach scheiße, das geht ja wieder nicht, oder? Wie stelle ich das denn um? Brauche ich dafür so ein blödes Crescent Hammer? Eisen. Okay, das lasse ich jetzt erstmal alles in Ruhe und komme mal. Ach genau, jetzt weiß ich, warum ich wieder zurück musste, weg aus der Mining World. Weil der Hammer kaputt war. Ohne Hammer ist nichts mit abhammern. Die Folge ist auch schon wieder 40 Minuten lang. Ach scheiße. Ich will aber jetzt wenigstens die Quarry noch zum Laufen. Das sieht ja lustig aus. Wieder nicht. Ja, das geht aber leider nicht. Da braucht man wohl auch Fluid Pipes oder so. Aha. Was habe ich denn hier falsch gemacht bei dem Ding? Ich weiß es nicht. Die Pumpe? Nee, nicht die Pumpe, sondern dass dieses Gerüst nicht da ist. Ja, die müsste halt starten, die Pumpe. Was? Du hast eine Pumpe hingestellt. Ohne die Quarry kann natürlich auch keine Quarry starten. Du hast eine Pumpe hingestellt. Ja. Alles klar, vergiss es. Stell mal anstelle der Pumpe die Quarry hin. Und dann wird es wahrscheinlich funktionieren. Die sehen sich alle so gleich, die Geräte. Jetzt. Na, guck mal, wo muss es nämlich gehen? G-
Geht die jetzt auch schneller mit dem, Lava-Generator? Ich gehe mal davon aus. Au, ja. Geringfügig. Bedeutend. Krass. Aber leider hat sie hier einen Versatz gelassen, da habe ich nicht dran gedacht. Das ist egal. Das ist doch wurscht. Aber... Shoot, egal. Jetzt ist sie leer. Wie, jetzt ist sie leer? Der kann es nicht halten. Ach diese, so. Dieses schnellere Bewegen war jetzt einfach nur... Der hat jetzt erstmal den internen Speicher leer gelutscht und ja dann geht er, jetzt geht er... Ja, verstehe. Zieht so, er sich denn die Lava von oben nach unten? Nein. Ach so, der Lava-Generator ist leer. Ah nee, der ist nicht leer. Nicht leer. Ich weiß. Nee, das nicht, aber... Ach schade. Hatte mich schon gefreut, ey. Also man kann das schon hier rausziehen. Das ist kein Problem. Dazu braucht man halt nur einen Kaktus. Ein Kaktus, na, aber wir sind doch, guck mal, es gibt hier massig Pflanzen. Ja, aber Kakteen wachsen nur in der Wüste. Ach so, und hier gibt es nirgendwo Wüste, oder was? Wir sind im Mining-Biom, da sieht es immer so aus. Ach so. Schade. Dann können wir ja als letzte Amtshandlung hier noch diesen Kackstift hier wegmachen. Ein Kackstift? Naja, dieses braune Ungetüm hier. Ach so. Geht nicht. Muss man von oben nach unten. Ja. Yep. So, warte mal, ich mach mal hier das Wasser noch zu. Ja, ich wollte auch gerade. Ich bin im Weg. Es will mich wegmeinen. Na bitte. So, Wassereinbruch gedämmt. Hier ist noch ein bisschen Eisen, das nehmen wir natürlich mit. Ja, bitte, alles mitnehmen, was du noch. Das kommt nicht mit dem Kopper, macht aber ja, nichts. Ja, aber unten ist noch Eisen. Hast du Fackeln dabei? Das sind nämlich auch Höhlen, wo es noch massig Eisen gibt. Ich habe jetzt erstmal, Aber ich weiß nicht, ob es in der Mining World gibt's hier Monster, böse? Du, keine Ahnung. Ich war noch nie in der Mining World. So. Auf jeden Fall gibt's hier Kupfer. Ja, aber wir brauchen erstmal Eisen. Ich weiß, wie mein... Kupfer holt ja die Quarry. Naja, das nicht. Und guck mal, was haben wir denn hier? Da darfst du auch nicht dran vorbeigehen, du Banause. Yellowreed. Ich bin gerade auf Eisen. Ja, ja, du musst aber auch an Yellowreed denken. Ja, ja, aber Yellowreed haben wir gerade eine ganz gute Menge noch da. Und Eisen halt nicht. Es kann nie genug geben. Oh, ich bin bei 19%. Ich muss mal ein bisschen. Was haben wir denn hier? Certus-Quarz. Oh, so ist Eisen. Eisen. Mehr Eisen. Und so. Yellowreed. Hab ich erstmal alle offensichtlichen Eisenvorkommen aus dem Berg geschlagen hier. Alter, das ist eine riesen Höhle hier. Hör auf. Gehen wir jetzt mal schnell schmelzen. Knapp ein Höschen, mein Herr. Hier geht's ja noch tiefer runter. Lego funny. Wollen wir dann, wo wollen wir denn die Folge beenden? An welchem Ort? Ich komme jetzt lieber wieder hoch. Oh, hier ist noch Eisen. Ich bin daheim, auf jeden Fall. Bist du daheim? Das ist super. Warte, ich komme auch heim. Ich schlage jetzt hier nur noch schnell dieses eine Yellorium. Und komme jetzt dann auch heim. Da. So. Haben wir hier. Oh, hier ist noch Eisen, das nehme ich auch noch mit, ja? Ja, wir brauchen Eisen. Es ja. So ist es. Hast du eigentlich den Saugstutzen bei dir? Nee, ich hab ihn. Nein, der liegt wieder in der Kiste. Da gehört er auch hin. Genau, ne? Ordnung muss sein. Holla, fast hier in die Lava geflogen.
Ah, oh, wie schön schnell das Jetpack aufgefüllt wird am Reaktor. Freut mich. Ja. Das ist sowas von zeitersparend. So. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, es gibt hier tatsächlich keine Monster. Oh, okay. Eisen. Irgendwie wird was? Ach, man kann Cyanid dadurch bekommen hier, hä? Huh? Ja. Cool. Und dieses Cyanid braucht man später, weil da geht die Quest ja auch hin. Wie heißt's? Turbinenbau. Aha. Pack mal noch Jelorium rein. Was ist denn jetzt passiert? Da geht der Typ einfach dran vorbei, Alter. Woran? Wer? An zwei Diamanten. Du? Ich bin nirgendwo an Diamanten vorbeigegangen. Aber hallo. Wenn du hier unten in der Höhle warst. Ich war ja nicht in der Höhle. Ich habe ja nur eine Kerze an den Eingang gesetzt. Dann sei dir verziehen. Nee, nicht in der Höhle, sorry. Sondern in dem Schacht, den die Dings ausgehoben hat. Ja, ich hab nur Zertusquarz gesehen, aber vielleicht war es gar kein Zertusquarz. Doch, es war Zertusquarz. Nee, ganz unten waren Diamanten. So, jetzt komme ich heim, fliege. Mhm. Die Aufstiegsgeschwindigkeit lässt im Vergleich zur Fallgeschwindigkeit doch irgendwie zu wünschen übrig. Ja. Und vor allen Dingen komisch ist auch, dass mein Jetpack-Sound sich verabschiedet hat. So. Und wahrscheinlich ist diese blöde... Ja, scheiße, wir müssen hier irgendwas machen. Mit der Quarry meinst du? Wir müssen hier energiemäßig irgendwas machen, ja. Mhm. Die ist zu lahm, ne? Das dauert einfach viel zu lange. Naja, und vor allem meinst die Energiequelle, die wir jetzt hier haben, ist auch nicht gerade die geilste. Der Lava-Generator, der ist 1x3 wieder leer, der hat ja bloß 4000 internen Tank. Deswegen, wir könnten mal gucken, ob er hier vielleicht nachtet's hier auch? Ich weiß es nicht. Also hier ist Nacht in der normale World. Nee, ich meine, ob es hier auch in der Dingswelt dunkel wird. Kann ich nicht. In der Mining World. Kann ich sagen. Weil ansonsten könnte man hier sich mal überlegen, ob man vielleicht ein Solarpanel hinstellt. Okay. Also, was ich sagen kann, ist, dass wir kein Lava mehr hier haben für ja. Die Smeltery. Genau. Wobei man ja, also braucht man eigentlich die Smeltery noch, wenn man diesen strombetriebenen Schmelzdingsbums hat? Eigentlich nicht. Also du müsstest das halt vorher alles durch ein Dings hauen, durch einen Pulverizer und dann in den Ofen. Aber für diese ganzen Dinger zum Schmelzen, also hier für diese Werkzeuge oder so, da braucht man es dann schon wieder. Ach so, ja. Okay. So, also. Graphittechnisch ist alles durchgenudelt. Hey, warte mal, jetzt wenn wir hier... Ich habe jetzt 20 Eiern-Ohr. Oh, Schmilz. Nee, warte mal, ich hau die mal hier in den Dings rein, in den Redstone. Ich denk, da muss die vorher zur pulverisieren. Ja, war mein Fehler, entschuldige bitte, ich war im falschen Gerät. So, der Pulverizer macht auch zwei Eiern draus, genau. Also im Endeffekt geht das natürlich viel schneller als die blöde Smeltery. Kommt da gar nichts raus? Doch, der geht gleich in den Ofen. Ich habe den so konfiguriert, dass der gleich in den Ofen geht. Ah, okay. Ah, tatsächlich, da ist direkt das Iron Ingot. Genau, der cool. Macht auch aus einem zwei. Und guck mal, wenn du hier in diesen Pulverizer reinguckst, der hat ja hier unten nochmal so dieses Pulverized Ferrous Metal. Ja. Genau, das kann halt, es gibt immer eine gewisse Chance, prozentual, dass da noch irgend so ein Nebenprodukt bei erscheint. Mhm. Und das liegt dann hier unten drin. Okay. So, dann machen wir. Also wir können von mir aus gerne hier auch auf die Dinger hier steigen. Hier hast du jetzt schon mal 17 Barren wieder drin. Okay, ich hab hier noch. Ja, ich hab ihn dir rausgenommen hier. Bitteschön, da ist er. Ja, ist ja gut, krieg dich wieder ein. Achso, das war jetzt dein Achievement noch, ne? Wahrscheinlich. So, und dazu gleich noch 36 Yellow Reed. Also von daher läuft. Ja, Yellow. So, ich bin jetzt bei 106.
Also mir fehlen tatsächlich nur noch 2, 4, 6, 8 Eisenbarren. Okay. Gibt's doch nicht. Dass wir keine 8 Eisenbarren mehr haben. Ey. Ist haben wir zum... doch niemals, halt. Nee, haben wir wirklich nicht. Haben wir wirklich nicht. Ist zum Mäusmerken. Warte mal, ich schmelze gerade mal ein Bucket ein. Mal gucken, was da rauskommt. Entweder Aluminium oder... Haben wir noch irgendwas aus Eisen? Ja, eine Rüstung, die schmelze ich jetzt ein. Dann können wir die Folge nämlich mit einem Erfolg auch beenden, weißt du? Mhm. Wenn es genug Eisen ist, was rauskommt. Ja, Ach so, den Eimer schmilzt du ein. Ja. Gut, aber brauchen wir ja nicht, wir haben ja diesen Tank, ne? Den du mit der Pumpe dann immer voll tankst sozusagen. Ja, schon. Jetzt müssen wir nochmal gucken, also ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir schon an Wüsten und Kakteen vorbeigekommen sind. Nein, kann ich auch nicht. Also eine Wüste kann ich mich absolut null erinnern, gesehen zu haben. Auf keiner unserer Touren. Na, reicht es noch, das bisschen hier? Schmelzhinne. War das Enderman? Zip. Ist der jetzt bei uns hier drin, oder was? Klang so, als ob der hier drin ist. Kann schon sein. Gucken, ob wir nicht genügend ausgeleuchtet haben. Hoch. Ah, du kleiner Bastard, ey. Oh, Molten Iron. 3 okay, Ingots. Okay, ach, du hast noch mehr Eimer reingepackt. Ja. Ich sehe es schon. So, jetzt die Rüstungen sind auch bald geschmolzen. Naja. Müssen auf jeden Fall auf... Auch geht wieder auf so ein Muschi-Härchen raus, dass es nicht schmilzt. Ja, das wär's, ey. Ja, guck doch mal, 145 Millibucket nur noch. 21. Aber es reicht. Da läuft er. Da läuft's. Oh, wie gut das tut, wenn man das Eisen hier... Ey, jetzt hängt's. Komm. Okay. So. Rausgelaufen. Abgekühlt. Komm. Abgekühlt. In nochmal Barren, 36. In Barren umgewandelt. Und so. Zack. Quest müsste jetzt voll sein, richtig. Nein! Das muss man das natürlich fehlt. Auch noch. Nix fehlt, man muss es jetzt bauen noch. Ach so. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt haben wir, jetzt hast du ja ordentlich gecraftet. Ja. Geil. Was müssen wir. Ach, scheiße. Guck mal, die Quest hat noch einen zweiten Teil. Cooling The Reactor. Ja, ja, ja. Und wenn du mal guckst, was wir dafür brauchen, wird mir jetzt gerade schlecht. Ja, du hast gerade deine ganzen Eimer, wir bräuchten 20 Eimer und du hast sie alle eingeschmolzen. Scheiß auf die Eimer, guck mal, was wir da an Inhalt brauchen. Resonant, Ender, irgendwas. Ja, das sind geschmolzene Enderperlen. Nein! Doch. Ach du, wie viele Ender? Ach, wir müssen auf jeden Fall dann mal eine Nether-Runde drehen. Ich glaube, die Ender-Dinger kriegt man nicht im Nether, oder? Nee. Ich glaube, eine Enderperle sind 1000 Millibucket oder 250 Millibucket, so rum. Das ist leider nicht viel. Schande. Yep. Okay. Dann würde ich sagen, Alter, wir wollen Folge ist schon wieder ewig lang. Wir wollen ins Weltall, ja. Ja, die ist leider schon wieder sehr lang geworden, die Folge. Das haben wir geschafft. Du vor allen Dingen. Maßgeblich am Reaktor beteiligt. Achso, siehst du, da wollte ich nur eine Sache noch mal gucken, weil sonst vergesse ich das wieder. Was der nämlich hier noch an Ach, guck mal, unser Monsterfalle. Da ist ein Monster drin in unserer Monsterfalle. Ja, die können wir auch noch mal umbauen an der Chesting da. Jetzt wollte ich das sagen. Ich schieße sie nach hinten. Ich habe sie extra seitlich geschlagen, damit sie halt... Wie eine Witch, wieder nicht. Genau, hattest du da welche reingepackt oder war ich das? Gelorium. Ich hab welche reingepackt noch. Ah, okay, gut. Weißt du, wie viel noch? 20, 22 habe ich nochmal reingepackt, glaube ich. Okay, also ich meine, der Reaktor, der hat ja nur relativ wenig. Warum sammelt es denn jetzt die Dinger nicht ein hier? Ah, keine Ahnung.
Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir Schicht im Schacht. Ja. Und in der nächsten Folge bauen wir dann diesen Monsterreaktor auf und der wird auf jeden Fall, also das Problem ist, der wird halt Illorium fressen wie Popcorn, ne, weil der macht halt eben 8400 Output. Und kühlen können wir auch, müssen wir auch wegen der Quest und da brauchen wir aber diese blöden Enderperlen. Da müssen wir gucken, wo wir die herkriegen. Ich bin gespannt. Okay. Okay. Vielen Dank für deine Super. Hilfe. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr da draußen. Dir auch. Euch und auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.